Im Namen der Cusanus Hochschule herzlich willkommen zu der Ringvorlesung Fight Every Crisis: Globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. Mein Name ist Benjamin Haas, ich bin der Moderator der Veranstaltungsreihe. Die heutige Veranstaltung ist die letzte unseres zweiten Blocks, der den Obertitel Lokale und globale Praktiken trägt. Kommende Woche beginnen wir dann mit dem dritten und letzten Block der Veranstaltungsreihe. Ich begrüße herzlich unseren heutigen Referenten, Professor Dr. Markus Wissen, und stelle ihn gerne kurz vor. Herr Dr. Wissen ist Professor für Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt sozialökologische Transformationsprozesse an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er hat Politikwissenschaften an der FU Berlin studiert, wo er 1999 auch promoviert wurde. Im Anschluss war Markus Wissen mehrere Jahre in verschiedenen sozialökologischen Forschungsprojekten sowie im Rahmen von Lehraufträgen an diversen Hochschulen und Instituten tätig, beispielsweise an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, IRS. Ab 2008 war er schließlich an der Uni Wien, wo er auch im Jahr 2011 habilitiert wurde. Seit dem Wintersemester 2012 ist er an der HWR Berlin tätig. Zu seinen Schwerpunkten, zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören gesellschaftliche Naturverhältnisse, Umweltpolitik, Transformation von Mobilität, insbesondere Automobilität, sowie die räumlichen Dimensionen der Transformation von Staatlichkeit. Darüber hinaus ist Markus Wissen Mitglied der Prokla-Redaktion, der Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, und wie immer lade ich Sie ein, seine umfangreiche Publikationsliste anzusehen, die ich gleich im Chat noch posten werde. Hervorheben möchte ich das Buch, das er gemeinsam mit Ulrich Brandt geschrieben hat, The Limits to Capitalist Nature, Theorizing and Overcoming the Imperial Mode of Living. Es ist 2018 erschienen und einige Ideen daraus wird Professor Wissen uns sicher auch heute präsentieren, denn sein Vortrag trägt die Überschrift Imperiale versus solidarische Lebensweise, Perspektiven in der Corona-Krise. Herzlichen Dank, dass Sie das heute möglich gemacht haben, Professor Wissen, und wie man so schön sagt, the floor is yours. Ja, nochmal vielen Dank für Einführung und Einladung und die Möglichkeit, in Teil dieses sehr interessanten Programms, das Sie da zusammengestellt haben, zu sein. Titel meines Vortrags ist, wie gesagt, Imperiale versus solidarische Lebensweise, Perspektiven in der Corona-Krise. Und ich habe den Vortrag in drei Teile untergliedert. Zunächst würde ich gerne etwas zum Begriff der imperialen Lebensweise sagen. Zweitens, Zeitdiagnose, wie hängen imperiale Lebensweise und Corona-Krise miteinander zusammen? Und drittens würde ich dann gerne auf die Alternativen zu sprechen kommen, die solidarische Lebensweise als Perspektive in der Corona-Krise. Zum ersten Punkt. Herr Haas hatte eben schon auf das Buch hingewiesen, das ich mit Uli Brandt zusammengeschrieben habe. Wir haben noch ein anderes zusammengeschrieben, das ist ein Jahr früher erschienen. Das heißt Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur, ist also auf Deutsch erschienen. Und da haben wir so die Grundgedanken, die ich heute vorstellen werde, oder haben wir die Gedanken, die ich heute vorstellen werde, nochmal sehr viel ausführlicher dargelegt. Und darauf beziehe ich mich im Wesentlichen heute. Ich beziehe mich auf die Corona-Krise, das heißt, ich stelle Bezüge zur Corona-Krise her. Das haben wir damals natürlich noch nicht gemacht, die war damals noch nicht absehbar. Das ist also was Neues, was jetzt nicht in diesem Buch vorhanden ist. Ja, zum Begriff der imperialen Lebensweise. Wir kennen alle, wir wissen es alle aus verschiedenen Lebensbereichen, aus verschiedenen Bereichen der Produktion, des Konsums, dass dabei bestimmte sozialökologische Kosten produziert werden, die in aller Regel von denen, nicht von denen zu tragen sind, die sie produzieren, beziehungsweise nicht von denen zu tragen sind, die vom Konsum dieser Güter profitieren. Das ist der Bereich der Bekleidung, der Ernährung, vor allen Dingen des Fleischkonsums. Das ist der Bereich der Energieproduktion, die in Deutschland immer noch auch zu einem großen Teil auf der Verbrennung von Braunkohle beruht. Und das ist natürlich auch ganz besonders der Bereich der Mobilität, also ein Bereich, in dem besonderer Handlungsbedarf besteht. Wir wissen, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen in den letzten Jahren die CO2-Emissionen zurückgegangen sind, aber im Mobilitätsbereich sind sie eher gestiegen, beziehungsweise stagnieren auf hohem Niveau. Dort gibt es erheblichen Handlungsbedarf, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen, wenn es also wirklich noch möglich sein soll, die Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.
Diese Bereiche haben wir im Blick, wenn wir von imperialer Lebensweise sprechen. Wobei Lebensweise sich nicht nur auf den Konsum, sondern eben auch auf die Produktion dieser Güter bezieht. Das ist ganz wichtig. Wir sprechen nicht von Konsumweise, wir sprechen von Lebensweise und meinen damit eben auch den Konsum. Lebensweise, imperiale Lebensweise bezeichnet Produktions- und Konsummuster, die den alltäglichen Zugriff auf Natur und Arbeitsvermögen im globalen Maßstab beinhalten, die deshalb in Zeit und Raum nicht verallgemeinerbar sind und die die Möglichkeiten anderer in der Gegenwart und in der Zukunft zu einem guten Leben einschränken. Wenn wir von Natur sprechen, dann meinen wir sowohl Senken als auch Ressourcen. Bei Ressourcen ist es relativ offensichtlich, in die Lebensbereiche, die ich zu Beginn genannt habe, gehen bestimmte Ressourcen ein. Ich hatte auf die Braunkohle verwiesen. Man könnte im Hinblick auf die Automobilität, auf das Öl oder jetzt beim Übergang auf die E-Automobilität, auf die metallischen Ressourcen verweisen, die dafür verwendet werden. Senken sind Ökosysteme, die mehr an einem bestimmten Schadstoff aufnehmen, als sie selber an die Umwelt abgeben. Also zum Beispiel Regenwälder im Falle von CO2. Darauf greifen Menschen im globalen Norden, darauf greifen die Gesellschaften im globalen Norden, zunehmend auch Teile der Gesellschaften im globalen Süden. Man denke etwa an das Entstehen einer Mittelklasse, einer Oberklasse in den Schwellenländern, in China und in anderen Ländern. Darauf greifen Gesellschaften weltweit, vor allen Dingen eben seitens des globalen Nordens zu, und zwar in einem überproportionalen Ausmaß. Man kann das wunderbar messen, etwa mit den Fußabdruckindikatoren, die zeigen, dass zum Beispiel die EU deutlich mehr Land verbraucht, als sie selber hat. Ja, also die EU hat einen großen Landfußabdruck. Das bedeutet eben, dass mehr, was für den Verbrauch von agrarischen Gütern mehr Land benötigt wird, als auf dem Territorium der Europäischen Union vorhanden ist. Das kann man an vielen anderen Bereichen auch noch aufzeigen. Das sind grobe Indikatoren für eine imperiale Produktions- und Lebensweise, wie sie vor allen Dingen die Gesellschaften des globalen Nordens prägt. Arbeitskraft mit der globalen oder im Rahmen dieser globalen Lebensweise wird eben zunehmen, wird eben auch verstärkt, wird stark auf Arbeitskraft in anderen Teilen der Welt zugegriffen. Hier sehen wir ein Bild von der Extraktion von seltenen Erden, also von Metallen, die für viele kommunikations-, informationstechnologische Geräte unabdingbar sind und die unter gesundheitlich und ökologisch katastrophalen Bedingungen in etwa China abgebaut werden. Die imperiale Lebensweise begreifen wir als hegemonietheoretisches Konzept, das den Alltag mit gesellschaftlichen und internationalen Strukturen verbindet. Und dass die sozialökologisch nicht verallgemeinerbaren Voraussetzungen kapitalistischer Produktions- und Konsummuster sichtbar macht. Das ist die Idee, also ein theoretisches Konzept, mit dem man den gesellschaftlichen Alltag, den menschlichen Alltag, den Alltag von Individuen mit übergreifenden gesellschaftlichen und internationalen Strukturen verbindet, mit dem man die Voraussetzungen sichtbar macht, auf denen diese Alltagspraktiken des Konsumierens und Produzierens beruhen, ohne die sie nicht denkbar wären. Ich möchte drei Begriffsdimensionen unterscheiden. In dem Buch von Uli Brandt und mir unterscheiden wir noch mehr. Ich möchte mich hier in der Präsentation auf drei begrenzen, die ich auch im Zusammenhang mit dem Thema der Vorlesungsreihe und meines heutigen Vortrags für am wichtigsten halte. Da ist zunächst die Tatsache, dass es sich bei der imperialen Lebensweise um eine Notwendigkeit ebenso wie um ein Versprechen handelt. Wir sprechen bewusst von Lebensweise und nicht von Lebensstil. Der Begriff des Lebensstils, je nachdem, in welcher theoretischen Tradition man ihn verwendet, haftet so ein bisschen das Moment der Wahlfreiheit an. Aber die imperiale Lebensweise ist nicht einfach eine Frage der rationalen Wahl. Sie ist nicht einfach eine Frage der rationalen individuellen Konsumentscheidungen, sondern sie ist ganz wesentlich eine Frage der sozialen Verhältnisse, die bestimmte sozial und ökologisch höchst destruktive Konsum- und Produktionsentscheidungen als rational erscheinen lassen. Das ist unser Punkt. Uns geht es nicht darum, an den Individuen anzusetzen. Wir unterscheiden uns also von sozialwissenschaftlichen und auch wirtschaftswissenschaftlichen Ansätzen, die vor allen Dingen
dem, sagen wir mal, Paradigma des methodologischen Individualismus verhaftet sind, Rational Choice Theorien, der Figur des Homo economicus. Davon unterscheiden wir uns, davon grenzen wir uns radikal ab, weil wir sagen, wenn wir von den Individuen ausgehen, dann sind wir nicht in der Lage, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen. Wir müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse in Rechnung stellen, unter denen Individuen auf Natur einwirken. Und auf diese Art und Weise können wir begreifen, warum sie auf eine bestimmte Weise sozial und ökologisch destruktiv handeln. Also sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die uns interessieren, die bestimmte destruktive, sozial und ökologisch destruktive Entscheidungen des Produzierens und Konsumierens als rational erscheinen lassen. Man kann sich der imperialen Lebensweise nicht einfach entziehen, sondern wird gleichsam durch die gesellschaftlichen Verhältnisse in sie hineinsozialisiert. Die Arbeiter und Arbeiterinnen in einer Autofabrik haben keinen Einfluss darauf, wo die Rohstoffe herkommen, die sie in den Autoteilen, die in den Autoteilen verbaut oder verbaut sind, die sie in der Fabrik zusammensetzen. Sie haben auch keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Rohstoffe extrahiert werden. Sie sind gewissermaßen strukturell in die imperiale Lebensweise involviert, und zwar aufgrund ihres subalternen, ihres untergeordneten Statuses in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der sie nur die Möglichkeit haben, ihre eigene Arbeitskraft zu verkaufen, in der sie diese eigene Arbeitskraft verkaufen müssen, um damit ein Einkommen zu erwirtschaften und leben zu können. Als Konsumentinnen und Konsumenten können wir nicht bei jedem Produkt darüber nachdenken oder fragen oder recherchieren, wo kommt das denn jetzt her? Wie ist es angebaut worden? Unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen ist es hergestellt worden? Das wäre einfach nicht alltagspraktisch. Wir könnten den Alltag nicht bewältigen, wenn wir eben das tun würden. Insofern ist die imperiale Lebensweise eine Notwendigkeit. Wir werden gewissermaßen qua Mitgliedschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft auch in die imperiale Lebensweise hineinsozialisiert. Gleichzeitig ist sie aber hochattraktiv. Die imperiale Lebensweise ermöglicht Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand. Sie erweitert Handlungsmöglichkeiten und räumliche Reichweiten. Sie ist also gleichzeitig Notwendigkeit und Versprechen, Zwang und Voraussetzung des Lebens und der gesellschaftlichen Teilhabe. Das wäre die erste Begriffsdimension. Die zweite ist das, was wir als Hierarchisierung bezeichnen würden. Ich habe es ja vor allem von einem Wir im globalen Norden gesprochen. Das ist uns auch immer wieder kritisch vorgehalten worden. Wir würden einen Gegensatz zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden aufbauen, der so nicht existiert. Und das ist richtig. Wir würden das auch nicht so tun. Wir würden sagen, auch der globale Norden, auch die Gesellschaften des globalen Nordens sind ebenso wie die Gesellschaften des globalen Südens gespalten. Es gibt Spaltungslinien, es gibt Gegensätze, es gibt gesellschaftliche Widersprüche entlang der Linien Klasse, Geschlecht, rassistischer Diskriminierung. Die müssen wir in Rechnung stellen. Die müssen wir auch in Rechnung stellen, wenn wir versuchen wollen, die imperiale Lebensweise zu begreifen und vor allen Dingen zu begreifen, wie sie sich trotz ihrer Widersprüchlichkeit immer wieder reproduziert. Soziale Ungleichheit ist ein Treiber der imperialen Lebensweise. Man denke nur an den Statuskonsum, also eine Weise des Konsums, die vor allen Dingen auf den symbolischen Wert der Produkte, die konsumiert werden, aus ist. Statuskonsum bedeutet, dass Produkte aufgrund ihres symbolischen Wertes vor allen Dingen konsumiert werden, weniger aufgrund ihres materiellen Gebrauchswertes oder zumindest hat der symbolische Wert der Produkte einen hohen Stellenwert bei ihrem Kauf und ihrem Konsum. Denken Sie etwa an teure Uhren, an teure Autos oder auch an Smartphones, an iPhone. Warum stellen sich Leute, wenn eine neue Generation von iPhones auf den Markt kommt, bereits am Vorabend vor die Apple-Geschäfte, nur um am nächsten Tag als Erste in der Lage zu sein, das neue iPhone zu erwerben? Das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man nur von dem materiellen Gebrauchswert der Produkte ausgeht, denn das alte Apple tut es wahrscheinlich noch genauso, aber das neue hat halt einen symbolischen Mehrwert und wird deswegen gekauft. Das ist problematisch, das ist aber auch ein Zeichen von ungleichen Gesellschaften. Je ungleicher Gesellschaften ausgeprägt sind, das haben Wilkinson und Pickett in ihrem Buch Gleichheit ist Glück gezeigt, desto stärker ist eben auch der Statuskonsum ausgeprägt, weil Statuskonsum ein Modus ist, in dem soziale Ungleichheit ausgetragen wird, in dem Leute Standards vorgeben, andere Leute diesen Standards nachzueifern versuchen. Und das ist natürlich aus einer ökologischen Sicht hochgradig problematisch, weil das nichts anderes bedeutet, als dass Produkte
schon vor dem Ende ihrer materiellen Lebensdauer entsorgt werden, weil ihr symbolischer Wert veraltet ist und andere Produkte auf dem Markt sind, die einen höheren symbolischen Wert abzuwerfen versprechen und die nur deswegen gekauft werden. Also insofern, das wäre so ein Aspekt von sozialer Ungleichheit, von Hierarchisierung, der in engem Zusammenhang mit einer imperialen, sozialökologisch destruktiven Lebensweise steht. Es könnten noch weitere Aspekte genannt werden. Ich kann auf Nachfrage da gern später nochmal drauf eingehen. Ich möchte mich jetzt erst nochmal der dritten Dimension zuwenden, nämlich der Externalisierung. Wenn wir von Externalisierung sprechen, dann meinen wir damit, dass der entwickelte Kapitalismus dadurch gekennzeichnet ist, dass er eines weniger entwickelten bzw. nicht kapitalistischen geografischen und gesellschaftlichen Außens bedarf. Eines Außens, aus dem er Vorprodukte, Rohstoffe bezieht, auf das er seine sozialen und ökologischen Kosten verlagert und indem er sich sowohl bezahlte Erwerbs- als auch unentgeltlich erbrachte, meist von Frauen geleistete Sorgearbeitsleistungen aneignet. Die imperiale Lebensweise beruht aufgrund dieses Angewiesenseins auf ein Außen, auf Exklusivität. Sie ist nicht verallgemeinerbar. Sie setzt eine herrschaftsförmige imperialistische Weltordnung voraus, die sie gleichzeitig in unzähligen Akten des Produzierens und Konsumierens normalisiert und dadurch in ihre Herrschaftsförmigkeit zum Verschwinden bringt. Wenn man so will, normalisiert die imperiale Lebensweise den Imperialismus. Man sieht den Autos nicht an, unter welchen Bedingungen die Ressourcen extrahiert worden sind, aus denen sie hergestellt wurden. Man sieht dem Fleisch in den Supermärkten nicht das Leid der Tiere, nicht die Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion, nicht die CO2-Emissionen, die dabei getätigt werden, an. In den Supermärkten, Autohäusern werden ganz andere Produkteigenschaften hervorgehoben. Kraft, Schnelligkeit, Autonomie. Das ist das, was mit diesen Produkten verbunden wird. Die negativen Eigenschaften, die sozial-ökologischen Kosten, die werden systematisch verdunkelt. Aber die sind es, die die Produktion und den Konsum dieser Produkte erst möglich machen. Und die gilt es zu erhellen. Das ist das, was wir mit dem Begriff der imperialen Lebensweise zu versuchen. Durch diese Kosten, durch das Transparentmachen dieser Kosten wird deutlich, wie stark eben die Alltagspraktiken des Produzierens und Konsumierens von Menschen in den Ländern des globalen Nordens, zunehmend auch in Ländern des globalen Südens, mit internationalen, übergreifenden gesellschaftlichen Strukturen verbunden sind, auf sozial-ökologischen Voraussetzungen beruhen, die nicht verallgemeinerbar sind, die vielmehr äußerst destruktiv sind und die sich in jüngerer Zeit eben auch aufgrund der räumlichen Verallgemeinerung der imperialen Lebensweise zugespitzt haben, in ihrer Widersprüchlichkeit eben zunehmend manifest werden. Okay, ich komme zum zweiten Block, also dem Zusammenhang von imperialer Lebensweise und Corona-Krise. Ich will den Zusammenhang an verschiedenen Kriterien festmachen. Das eine ist die Verursachung und die Verbreitung der Corona-Krise. Wir wissen, dass die Corona-Krise ihren Ursprung in der Zerstörung von Lebensräumen hat. Menschen oder bestimmte ökologisch zerstörerische agrarindustrielle Praktiken dringen in Lebensräume vor, in denen sie bisher nicht waren. Sie schränken den Lebensraum von Wildtieren ein und vergrößern damit die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wildtiere in engen Kontakt mit Menschen kommen. In den Körpern der Wildtiere finden sich Mikroben, die in den Wildtieren selbst kein Unheil anrichten, aber dann, wenn sie auf den Menschen überspringen, zu Erregern von tödlichen und sehr gefährlichen Krankheiten werden können. Das ist der Ursprung der Corona-Krise. Sonja Schaar hat das sehr schön ganz kurz in Le Monde Diplomatique mal auf zwei Seiten dargelegt. Und das ist gleichzeitig ein Phänomen der imperialen Lebensweise, in ein Außen vorzudringen, sich immer mehr gesellschaftliche, sich immer mehr geografische Bereiche anzueignen, um sie in Wert zu setzen, um sie kapitalistisch zu nutzen. Die Verbreitung des Coronavirus ist nicht denkbar ohne die globalisierte Agrarindustrie, ohne transnational integrierte Produktion, globale Wertschöpfungsketten, ohne einen internationalen Tourismus in Rechnung zu stellen, also ohne das, was Rob Wallace und andere als Relational Geographies des globalisierten Kapitalismus bezeichnet haben, in Rechnung zu stellen. Durch die Globalisierung, durch die Intensivierung der Austauschbeziehungen werden die Möglichkeiten verbessert, dass sich Viren in relativ kurzer Zeit global verbreiten können.
die Relational Geographies sind auch dafür verantwortlich, dass diese Viren überhaupt erst auf Menschen überspringen können. Rob Wallace und andere vertreten in ihrem Aufsatz, in dem sie sich mit dem Ursprung und der Verbreitung des Coronavirus beschäftigen, die These, dass die entscheidenden Hotspots, die Zentren, in denen das Ganze entstanden ist, eben die Global Cities sind, in denen die Kommandozentralen der großen international agierenden Konzerne sitzen, die dafür verantwortlich sind, dass eben der Kapitalismus in immer entlegenere Räume vordringt, sich diese Räume aneignet und damit eben auch die Gefahr schafft, dass die Lebensräume von Wildtieren zerstört werden, dass sich Mikroben vom Körper der Wildtiere auf menschliche Körper verbreiten und dabei erheblichen Schaden anrichten können. Das wäre so ein Zusammenhang, die Verursachung und Verbreitung des Coronavirus im Kontext einer imperialen Lebensweise. Ein zweiter Zusammenhang ist die Unsichtbarmachung dieser Zusammenhänge. Wir reden viel über Impfen, wir reden über den Schutz von Menschen, das ist alles enorm wichtig, wir müssen das machen. Dieser Lockdown ist notwendig, da gibt es gar keine Frage. Wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen und die physische Distanzierung ist, so schwer uns das allen fällt, eine Maßnahme, die unabdingbar ist. Aber worüber kaum geredet wird, ist, wie verhindern wir denn, dass diese Pandemien künftig zur Regel werden? Was sind die Ursachen der Pandemien? Es wird nicht darüber geredet, was viel mit unserem globalen Agrar- und Ernährungssystem zu tun hat. Darüber wird kaum geredet. Das heißt also, es wird weiterhin davon ausgegangen, dass uns eine ganze Reihe von Lebensmitteln jederzeit Raumzeit, ortsunabhängig zur Verfügung steht. Das wird nicht in Frage gestellt, obwohl es ein ganz entscheidender Faktor ist. Obwohl es ein ganz entscheidender Faktor ist, der einerseits natürlich einen gewissen Wohlstand, ein angenehmes Leben begründet und begünstigt, der aber andererseits eben auch dazu beiträgt, dass eben die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, nicht nur die ökologische Krise, die Klimakrise, den Biodiversitätsverlust zuzuspitzen, sondern eben auch Krankheiten zu verursachen, die künftig für die Menschen erhebliche Auswirkungen haben werden. Das wird unsichtbar gemacht. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiges Zeichen der imperialen Lebensweise, dass Zusammenhänge, die Basis, die sozialökologischen Voraussetzungen unseres Wohlstandes systematisch verdunkelt werden. Ich hatte eben das Beispiel der Autoindustrie in Supermärkten, der Fleischproduktion genannt. Also dieses Verdunkeln von Zusammenhängen, dieses Verdunkeln der sozialen und ökologischen Voraussetzungen ist etwas, was einerseits die imperiale Lebensweise auszeichnet, was aber andererseits eben auch den Umgang mit der Pandemie heute auszeichnet und was, so würde ich sagen, durchbrochen werden muss, damit wir nicht nur die imperiale Lebensweise in Frage stellen, sondern damit wir wirklich auf Voraussetzungen schaffen, dass künftig solche Pandemien nicht mehr entstehen können. Nächster Punkt, die Hierarchisierung, die ungleichen Verwundbarkeit. Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass eben die imperiale Lebensweise eben auch, zwar einerseits auch nivelliert, also Wohlstandsniveaus, siehe Fordismus, einander angleicht, aber andererseits eben auch hierarchisiert und durch diese Hierarchisierung eben sich reproduziert, durch die Ungleichheiten, den Statuskonsum, der mit verbunden ist, selbst wieder sich ausweitet oder intensiviert wird. Ja. Und auch jetzt erleben wir erhebliche Ungleichheiten in der Verwundbarkeit gegenüber dem Coronavirus. Wir erleben sie innergesellschaftlich, also vor allem in den USA. Mike Davis hat darauf hingewiesen, gibt es eine Klassenspaltung im Gesundheitssystem. Ja, manche verfügen über eine gute Krankenversicherung, andere haben das nicht und sie können dann auswählen, entweder werden sie krank oder sie haben einen leeren Teller zu Hause auf dem Tisch der Familie stehen. International ist es ganz stark ausgeprägt. Die Maßnahmen, die für uns hier selbstverständlich sind, Social Distancing, ist in Megaslums überhaupt nicht möglich. Stefan Lessenich hat darauf hingewiesen, wie stark dann eben auch die Folgen der Krise externalisiert werden, wie stark ein exklusiver Raum geschaffen wird, in dem die Folgen der Pandemie bearbeitet werden können. Stefan Lessenich weist darauf hin, dass es im Zuge der Corona-Pandemie eine Hierarchisierung von Lebensrelevanz entlang von Staatsbürgerschaft gibt, entlang von Staatszugehörigkeiten gibt. Man muss sich nur anschauen, wie das mit dem wie es mit den Geflüchteten am Rande, also an den europäischen Grenzen aussieht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das in Rechnung zu stellen. Die Geflüchteten sind bereits Ausdruck einer Krise der imperialen Lebensweise. Sie fliehen eben auch deshalb, weil ihnen
durch die imperiale Lebensweise des globalen Nordens das Zuhausebleiben unmöglich gemacht wird, weil in ihren Heimatländern die Lebensgrundlagen unter den Füßen weggezogen werden. Und jetzt fliehen sie in den globalen Norden, kommen da nicht rein. Sie werden von der imperialen Lebensweise vertrieben und sie werden jetzt sozusagen von den Produkten der imperialen Lebensweise, der Pandemie, nochmal besonders heimgesucht. Sie sind ihr besonders schutzlos ausgeliefert. Sie sind einem Gesundheitsregime ausgeliefert, das vor allen Dingen erstmal die jeweiligen Staatsbürger vorrangig behandelt. Das also gewissermaßen, um nochmal Stefan Lessenich zu zitieren, Lebensrelevanz entlang von Staatszugehörigkeiten hierarchisiert. Wie unter einem Brennglas, so schreibt es Klaus Dörre, macht die Krankheit all jene Unsicherheiten und Ungleichheiten sichtbar, die in modernen kapitalistischen Gesellschaften seit langem reproduziert werden. Also all das, was eigentlich auch kennzeichnend ist für die imperiale Lebensweise, zeigt sich nun auch in der Corona-Krise. Und die Corona-Krise selber ist durch die imperiale Lebensweise wesentlich mit verursacht worden. Die imperiale Lebensweise ist quasi auch ein Medium. Die Ungleichheiten, die mit der imperialen Lebensweise verbunden sind, reproduzieren sie auch im Umgang mit der Corona-Krise. Wenn man so will, ist die Corona-Krise ein Ausdruck des sich zuspitzenden Widerspruchs der imperialen Lebensweise. Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass diese Lebensweise auf ein Außen angewiesen ist, um sich reproduzieren zu können. Ein Außen, auf das sie ihre sozial-ökologischen Kosten verlagert, von dem es bestimmte Vorleistungen bezieht. Dieses Außen schwindet. Es schwindet in dem Maße, wie sich immer mehr Länder Konkurrenz vermittelt entwickeln und selber darauf angewiesen sind, auf ein Außen zugreifen zu können. Denken Sie etwa an China, das bis vor wenigen Jahrzehnten noch als Entwicklungsland galt und das mittlerweile zu einer ökonomischen und geopolitischen Großmacht aufgestiegen ist, in der sich eine Mittel- und Oberklasse herausgebildet hat, die in ihren Produktions- und Konsumgewohnheiten sich zwar graduell, aber nicht mehr prinzipiell von den Pendants, also von den Mittel- und Oberklassen in den Ländern des globalen Nordens unterscheidet. Das hat die Folge, dass eben auch China darauf angewiesen ist, zu externalisieren. China spielt eine wichtige Rolle beim Landgrabbing in Afrika. China greift auf das Öl in Venezuela zu. China betreibt Rinderzucht in Bolivien und so weiter. Ja. Also auch hier Externalisierung. Und je stärker, je mehr Gesellschaften darauf angewiesen sind, zur Externalisierung auf ein Außen zuzugreifen, desto kleiner wird dieses Außen, desto kleiner wird es wirklich auch in dem physischen, im geografischen Sinne und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass damit eben Lebensräume vernichtet werden, Pandemien entstehen und eben Krankheiten produziert werden, die dann wiederum auf ihre Urheber im globalen Norden zurückgreifen. Wolfgang Sachs hat vor langer Zeit, schon vor einigen Jahrzehnten, von der Heimkehr der Bedrohungen gesprochen. So könnte man das bezeichnen. Die Pandemie ist eine Heimkehr der Bedrohung. Sie ist eine Konsequenz einer imperialen Lebensweise, die die Nutznießer der imperialen Lebensweise selber jetzt heimsucht. Also eine Heimkehr der Bedrohungen. Und in diesen Faktoren sehe ich einige Parallelitäten, nicht nur Parallelitäten, sondern eben auch gemeinsame Ursprünge beziehungsweise sich wechselseitig verstärkende Effekte zwischen der Corona-Krise und der imperialen Lebensweise. Der dritte Block, die solidarische Lebensweise. Das hier ist ein Bild aus einer Veröffentlichung, die von dem sogenannten ILA-Kollektiv erstellt worden ist. Das gute Leben für alle. Das ILA-Kollektiv hat zwei wie ich finde, sehr lesenswerte Bücher erstellt, also ein Kollektiv von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Aktivisten, Aktivistinnen, die in ihrem ersten Buch, das heißt auf Kosten anderer, versucht haben, die imperiale Lebensweise anhand von verschiedenen Bereichen mal etwas genauer zu untersuchen, also anhand des Bereiches Ernährung und Landwirtschaft, Mobilität, Digitalisierung, Geld und so weiter. Und in einem zweiten Beitrag Wege in die solidarische Lebensweise skizzieren, in einem Buch, das nennt sich Das gute Leben für alle. Beide Bücher sind komplett online verfügbar. Man kann sie auch im Ökom-Verlag käuflich erwerben. Aber wenn Sie mal auf die Website des ILA-Kollektiv gehen, da werden Sie dann beides schon finden mit sehr vielen guten Ideen. Zum einen analytische Art, wie man diese imperiale Lebensweise in verschiedensten Lebensbereichen sehr konkret analysieren kann. Und zum anderen aber auch politisch-strategischer Art, das zur Frage, was heißt es eigentlich, konkrete Schritte in Richtung einer solidarischen Lebensweise zu gehen.
Ja, ich will in dieser Krise, die ich eben bezeichnet habe, also ich würde sagen, wir leben in einer sehr starken Krisensituation. Wir lebten bereits in einer Krisensituation, bevor die Corona-Pandemie ausbrach. Wir haben bereits davor von einer multiplen Krise gesprochen, einer Krise der Demokratie, einer Krise der Ökonomie, einer Krise der Ökologie, der sozialen Reproduktion, der Demokratie. Man muss sich nur gucken, anschauen, was gerade in den USA los wird. Wie stark eben selbst von höchster staatlicher Stelle, also selbst von dem höchsten Repräsentanten, das muss man sich mal vorstellen, einer liberalen Demokratie, diese Demokratie untermauert wird. Ja, das ist schon ein Vorgang, der eine neue Qualität hat. Also wir leben in einer enorm krisenhaften Situation. Die Krise spitzt sich durch die Corona-Pandemie noch weiter zu. Und wir leben in einer Situation, wo ja auch Entscheidungen anstehen. Entscheidungen, in welche Richtung es künftig gehen wird. Ich würde mal so drei Wege skizzieren, wie ich mir die künftigen Entwicklungen vorstellen könnte. Und der dritte davon ist die solidarische Lebensweise. Das ist der, für den ich mich natürlich politisch sofort aussprechen würde. Ich werde nachher noch ein bisschen konkretisieren, was ich genau darunter meine. Aber zunächst auch die beiden anderen Strategien oder Krisenstrategien, die bisher beobachtbar sind. Man könnte sagen, die eine ist eine autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Das ist das Projekt der Rechten. Donald Trump steht dafür exemplarisch. Ja. Und er ist demnächst weg, wohin auch immer, man weiß es nicht. Damit ist das Problem nicht gelöst. Der ist von über 70 Millionen Menschen gewählt worden. Und es gibt andere ähnliche Gestalten auch in Europa. Und also das Problem des autoritären Populismus ist sehr virulent und eine sehr schwierige Geschichte. Diese Orientierung zielt darauf, die imperiale Lebensweise in einer Situation, in der sie zunehmend prekär wird im globalen Norden, autoritär zu stabilisieren. Es geht darum, andere daran zu hindern, an dieser Lebensweise teilzuhaben. Andere, die daran teilhaben wollen oder die gewissermaßen schon gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, in die Zentren der imperialen Lebensweise zu ziehen, allein aus Gründen des Überlebens. Trump und seine Mauer Richtung Mexiko, Trump und seine nationalistische Wirtschaftspolitik, die versucht, den aufstrebenden Konkurrenten China klein zu halten, America first, ja. Aber auch die Politik an den Außengrenzen der Europäischen Union, die Zurückweisung von Migranten und Migrantinnen, diese erbärmlichen Bedingungen, in denen Geflüchtete an Lagern in den Außengrenzen der Europäischen Union festgehalten werden. Aktuell erleben wir das gerade wieder in Bosnien. Und das sind schon sehr dramatische Entwicklungen, die dort stattfinden, auf die die Herrschenden, allen voran die Rechten, aber auch gemäßigtere bürgerliche Kräfte zum Teil eine Antwort haben, die in einer Abschottung besteht, die in einer Stabilisierung der Lebensweise zugunsten der Staatsbürgerinnen des eigenen Landes besteht. Das ist eine sehr problematische Entwicklung. Sie wird ergänzt von einer Strategie, die man als ökologische Modernisierung der imperialen Lebensweise begreifen könnte. Diese Strategie hat durchaus in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie wird schon länger diskutiert. Ökologische Modernisierung ist ein Begriff, der schon etwas älter ist, der schon in den 80er, 90er Jahren als wissenschaftliches Konzept, auch als politisches Konzept diskutiert worden ist. Vor allen Dingen wurde sie dann unter den Vorzeichen einer Green Economy oder eines Green Growth in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008, 2009 und der Folgejahre diskutiert, als eine Möglichkeit eben in einer akuten Krisensituation mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, beziehungsweise Ökonomie, Ökologie, Soziales miteinander zu versöhnen. Das ist die Botschaft, die etwa das Green Economy Konzept von UNEP, dem UN-Umweltprogramm, oder auch die Green Growth Strategie der OECD transportiert. Wir können diese multiple Krise, in der wir uns befinden, lösen, indem wir auf grünes Wachstum setzen. Das war das Motto der UN-Konferenz 2012 in Rio, der Rio Plus 10 Konferenz, der Konferenz über Umwelt und Entwicklung. Es hat sich damals nicht durchgesetzt. Es hat sich nicht durchgesetzt, weil in einigen Zentrenstaaten, allen voran Deutschland, der Wachstumsmotor dann irgendwann wieder ansprang und damit die Notwendigkeit, eben die Rückkehr auf den Wachstumspfad mit ökologischen Modernisierung zu verbinden, nicht mehr gesehen wurde. Bestes Beispiel dafür ist die Abwrackprämie für Autos, das Ankurbeln der
der Autoindustrie, die in dieser Krise stattfand und die mit Ökologie relativ wenig zu tun hatte. Also ökologisch eher kontraproduktiv war, weil eben noch funktionsfähige Autos verschrottet oder eben verkauft wurden, jetzt andernorts fahren und dann mit staatlicher Förderung ein neues Auto, das vielleicht ein bisschen effizienter ist, angeschafft werden konnte. Aber das löst ja das Problem der Automobilität und auch der Emissionen des Ressourcenverbrauchs gerechnet auf einen Lebenszyklus eines Autos nicht. Heute stellt sich das anders dar. Also diese Idee von Green Growth hat eine ganz andere Durchschlagskraft gewonnen. Und das hat natürlich zu tun mit verschiedenen Faktoren. Ich denke an die Klimakonferenz, an das Klimaabkommen von Paris im Jahr 2015. Im selben Jahr hat man sich auf die Sustainable Development Goals verständigt. Und ganz wichtig, danach entstand eine neue Klimabewegung, ausgehend von Greta Thunberg und Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände in Deutschland. Das sind Bewegungen, das sind Ansätze, die den politischen Diskurs auch in den Ökonomien der Zentren verschoben haben. Der European Green Deal, mit dem die neue Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen angetreten ist, wäre wahrscheinlich ohne diese neue Klimabewegung so nicht denkbar gewesen. Diese Klimabewegung hat die ökologische Frage wieder zurück auf die politische Tagesordnung gebracht. Und das ist ihr Verdienst, dass diese Maßnahmen, die bisher da angedacht worden sind, das Klimapaket der Bundesregierung, European Green Deal, alles andere als zureichend sind, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Das steht, das sei mal dahingestellt. Das ist mit Sicherheit so, dass die nicht zureichend sind und dass wir auf diese Art und Weise sicherlich nicht weiterkommen, dass wir weit darüber hinausgehen müssen. Aber ich stelle erst mal fest, diese Strategie der ökologischen Modernisierung hat im Zuge der neuen Klimabewegung eben auch staatlicherseits nun wieder eine gewisse Durchschlagskraft gewonnen, von der viele, auch ich, damit gerechnet haben, dass sie sie schon in der Krise 2008-2009 gewinnen würde, was sie aber nicht getan hat. Aber mittlerweile scheint das stärker diskutiert zu werden. Also da gibt es so eine Polarisierung zwischen autoritärer Stabilisierung, ökologischer Modernisierung. Zum Teil geht es auch Hand in Hand, ja. Das ist sehr komplex. Die dritte Strategie, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte, ist das, was wir in unserem Buch als sozial-ökologische Transformation in Richtung einer solidarischen Lebensweise beschreiben. Hier sehen Sie das Bild des Buches des ILA-Kollektivs, Das gute Leben für alle, das Titelbild, aus dem ich auch eben die Grafik zur solidarischen Lebensweise entnommen habe. Ja, solidarische Lebensweise, inwiefern bietet vielleicht auch die Corona-Krise eine Chance, darüber verstärkt wieder nachzudenken? Zunächst, was ist die Grundidee der solidarischen Lebensweise? Die Grundidee besteht darin, die Ökonomie komplett anders zu denken. Und zwar nicht ausgehend von der Tauschwertorientierung, das ist die Orientierung der kapitalistischen Ökonomie, produziert und verkauft wird nicht das, was gesellschaftlich sinnvoll ist, sondern das, was einen Profit ermöglicht. Klar, ein Produkt muss natürlich immer irgendeinen Gebrauchswert haben, das heißt ein gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen, aber oft ist es erst das Produkt, das ein Bedürfnis hervorbringt und oft und immer ist es, ist es so, dass das Bedürfnis, dass die Befriedigung des Bedürfnisses eigentlich nur eine abgeleitete Größe ist, um den in dem Produkt steckenden Wert zu realisieren, um den Mehrwert zu realisieren, um Profit zu erwirtschaften. Also das ist, glaube ich, das zentrale Prinzip der kapitalistischen Ökonomie. Sie ist keine Ökonomie, die der Maxime der Bedürfnisbefriedigung folgt. Bedürfnisse sind abgeleitete Größen. Ihre Befriedigung ist nur Mittel zum Zweck der Erwirtschaftung von Gewinn. Wir müssen Ökonomie anders denken. Ich denke, in der Cusanus Hochschule, glaube ich, leisten Sie da auch sehr viele wertvolle Arbeit, indem eine plurale Ökonomie, indem ein Verständnis von Ökonomie, das genau eben die fundamentalen Faktoren, das, was ein gutes Leben ausmacht, das, was für eine gesellschaftliche Reproduktion notwendig ist, in den Vordergrund stellt. Wir müssen Ökonomie ausgehend von der Sorgearbeit, von der Infrastrukturversorgung denken. Und hier können wir uns auf ein Postulat berufen, das von der feministischen Ökonomie, von feministischen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, ich habe jetzt stellvertretend mal Stefania Barker mit dem neuen Buch hier genannt, schon seit langem erhoben wird. Wir
Die Sorgearbeit, die sogenannte Reproduktionsarbeit, ist die Arbeit, die eigentlich die Gesellschaft am Laufen hält. Und das wird gerade in der Corona-Krise deutlich. Das ist etwas, was gerade deutlich wird. Es wird deutlich, dass eben nicht die Produktion schwerer Autos, sondern eben die Arbeit in Krankenhäusern, die Arbeiten in Schulen, in Bildungseinrichtungen, im öffentlichen Personentransport, bei der Müllabfuhr, die Gesellschaft in dieser Situation am Laufen hält. Das ist eine Erfahrung, die ich ganz interessant finde, ja. Es ist eine Krisenerfahrung von einer völlig anderen Systemrelevanz. Denken Sie an die Krise 2008, 2009. Was war da systemrelevant? Das waren die großen Banken. Die waren too big to fail. Die mussten aus der Krise rausgekauft werden, weil man sich nicht leisten konnte oder weil man sich dachte, dass man sich nicht leisten könne, sie kaputt gehen zu lassen. Heute sind ganz andere Berufe, ganz andere Zweige der Gesellschaft systemrelevant. Die Beschäftigten in der Pflege, dem Lebensmittelsektor, in der Müllentsorgung, in der Produktion von medizinischen Geräten, das sind die systemrelevanten Berufe. Und das sind die wirklich systemrelevanten Berufe. Und deren Systemrelevanz ist eben durch die Krise unterstrichen worden. Das ist eine wichtige Erfahrung. Die führt nicht notwendigerweise zu einer Veränderung, aber es ist eine Erfahrung, die hoffentlich bleibend sein wird. Alltagssolidarität ist eine weitere Erfahrung. Dass Menschen sich untereinander helfen. Also, dass das habe ich von meinen Eltern gehört, ich komme aus der Eifel, also gar nicht so weit weg von Bernd Kastel-Kues. Und meine Eltern sind beide über 80, mein Vater ist krank. Und im ersten Lockdown hat der Sportverein angeboten, ich gehe für euch einkaufen. Das mache ich für euch, damit ihr nicht in den Supermarkt gehen müsst und Gefahr läuft, euch mit Corona zu infizieren. Ja. Also Alltagssolidarität, die viele Menschen, die von dieser Krise besonders betroffen sind, Erfahrung haben. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, die hoffentlich bleibend ist. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik spricht von der Renaissance des Primats der Politik. Also es war eine interessante Erfahrung zu sehen, wie plötzlich der Lockdown vollzogen werden konnte, wie die Politik, ja, die auch gerade von der Mainstream-Ökonomie eher mit der Forderung konfrontiert worden ist, sich doch bitteschön aus ökonomischen Prozessen herauszuhalten, plötzlich massiv in die Ökonomie intervenierte, ja, massiv intervenierte und eben vorgab, wie künftig jetzt produziert wird und was jetzt angesagt ist und was notwendig ist, um die Gesellschaft in der Krisensituation am Laufen zu halten. Das ist eine interessante Erfahrung. Ja. Milliarden von Euro wurden und werden mobilisiert, ja, von einem Staat, der bis noch vor wenigen Monaten alles daran gesetzt hat, vor allen Dingen eben eine schwarze Null zu erwirtschaften. Sehr interessant. Also es ist offensichtlich sehr viel möglich. Die Krise zeigt, es ist einiges möglich. Die Krise ermöglicht Erfahrungen, aus denen wir lernen können. Das ist natürlich, das wissen wir alle, es ist kein Selbstläufer. Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt übermäßig optimistisch bin, aber es sind zumindest Erfahrungen, an denen kritische Kräfte, progressive gesellschaftliche Kräfte ansetzen könnten und sollten. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, wie können wir die Ökonomie anders organisieren? Wir müssen einfach die Bereiche stärken, die wirklich wichtig sind für die gesellschaftliche Solidarität. Das sind die Infrastrukturen. Das ist eine Debatte, die schon vor der Krise angefangen hat. Ich habe hier das Buch des Foundational Economy Collective erwähnt, das im Jahr 2019 auf Deutsch erschienen ist. Die Ökonomie des Alltagslebens für eine neue Infrastrukturpolitik. Die greifen genau diesen Gedanken auf. Die sagen, wir müssen die Ökonomie ausgehend von den lebenserhaltenden, lebensunterstützenden, ein gutes Leben ermöglichenden Systemen denken. Das ist natürlich auch genau das Postulat der feministischen Ökonomie und Sozialwissenschaft. Das ist, glaube ich, das ganz Zentrale. Und dafür gibt es jetzt in dieser Krise, wenn man so will, so eine stärkere alltagsweltliche Verankerung noch als zuvor, weil die Bedeutung dieser Bereiche einfach sichtbar geworden ist, nachdem sie zuvor vielleicht eher als selbstverständlich und normal hingenommen worden ist. Eine Orientierung, Dekommodifizierung, sozialökologische Gebrauchswertorientierung. Dekommodifizierung würde bedeuten, dass man eben die Warenförmigkeit dieser Infrastrukturversorgung zurücknimmt. Ja. Also in den letzten Jahrzehnten galt es ja alles eben zu Ware zu machen, was eben zu Ware gemacht werden konnte. Also die Rentenversicherung wurde privatisiert, es gab einen Druck auf das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem muss sich marktwirtschaftlich verhalten, was sich in dieser Krise als fatal herausgestellt hat. Diese Fallpauschalen sind ein Problem, weil sie einfach den Krankenhäusern nicht ermöglichen, eben Kapazitäten für solche Notfälle vorzuenthalten. Aber das ist ein Resultat der Vermarktwirtschaftlichung des Gesundheitsbereichs.
Es gibt andere Bereiche wie zum Beispiel die Wasserversorgung, die Stromversorgung. Die sind alle den Logiken des Marktes unterworfen worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Zuge einer neoliberalen Restrukturierung der Ökonomie und der Gesellschaft. Das gilt es rückgängig zu machen. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Strategie. Man kann lernen, man weiß, also viele Infrastrukturbereiche werden ja immer noch von der öffentlichen Hand, sie werden unter demokratischen Vorzeichen betrieben. Diese Erfahrungen, die man da macht, daraus kann man lernen, die kann man auf andere Bereiche übertragen, in einem Trial-and-Error-Prozess, auf immer mehr Bereiche übertragen, auf den Mobilitätsbereich, dass man anfängt, die Städte umzugestalten, auf den Lebensmittelbereich. Warum soll der Lebensmittelbereich, Supermärkte, die Landwirtschaft nicht auch eine öffentliche Infrastruktur sein? Warum soll das alles privat betrieben werden? Ich plädiere jetzt nicht dafür, Kleinbauern zu enteignen oder so, aber ich plädiere zumindest dafür, mal zu überlegen, ob man nicht bestimmte landwirtschaftliche Flächen, die momentan unter ökologisch und sozial äußerst destruktiven Bedingungen von riesen Agrarkonzernen bewirtschaftet werden, doch mal nicht wieder stärker in die öffentliche Hand nimmt, damit man da Sinnvolles drauf machen kann im Hinblick auf ein sozial- und ökologisches regionales Ernährungssystem. Das wäre wirklich wichtig. Also insofern, diese Infrastrukturorientierung wäre sehr wichtig, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir in eine solidarische Gesellschaft übergehen. Und da gibt es, wie gesagt, einige Erfahrungen mit der öffentlichen Bereitstellung, mit der öffentlichen Verwaltung und sehr effizienten Zurverfügungstellung von Infrastruktursystemen, Erfahrungen, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückgehen. Und es gibt die Krisenerfahrung von Corona, die zeigen, wie wichtig diese Infrastruktursysteme sind und wie wichtig es ist, die eben nicht gewinnorientiert, sondern tatsächlich unter demokratischer Kontrolle, unter öffentlicher Kontrolle zu betreiben. Suffizienz als eine Orientierung, ich hatte schon mal darauf hingewiesen, an einem guten Leben, also in der Nachhaltigkeitsdebatte gibt es die Begriffe Effizienz, Konsistenz, Suffizienz. Effizienz und Konsistenz sind durchaus Fragen, die vom Markt beantwortet werden können. Es geht darum, Produkte so zu gestalten, dass sie vielleicht in ihrer Herstellung, in ihrer Nutzung weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Schadstoffe emittieren als die Vorgängerprodukte. Da ist der Markt ganz innovativ, aber es reicht natürlich nicht aus, nur auf Effizienz und Konsistenz zu setzen. Josef Huber, ein Umweltsoziologe, hat mal gemeint, wenn wir vor allen Dingen auf Effizienzsteigerungen setzen, dann kann das ein Fortschritt am falschen Objekt sein. Also was bringt das denn, wenn jetzt die gesellschaftliche Kreativität dafür verwendet wird, den Verbrennungsmotor immer effizienter zu gestalten? Das sind unglaublich kluge Leute, die sich darum Gedanken machen, Ingenieure, hochqualifizierte Leute. Aber löst das unsere Probleme? Das Problem ist doch, dass es überhaupt noch sowas gibt wie einen Verbrennungsmotor oder eine private Automobilität. Darüber müssen wir nachdenken. Und die Kreativität dieser Menschen müssen wir dafür verwenden, um sinnvolle Formen eines öffentlichen Transports herzustellen und zur Verfügung zu stellen. Das ist wichtig. Das kann aber der Markt nicht leisten. Das wird der Markt nicht leisten können. Dazu bedarf es politischer Vorgaben. Diese Vorgaben können nicht autoritär sein, sondern sie müssen demokratisch entwickelt werden. Ich hatte eben bereits über die Demokratie gesprochen, über eine radikale Demokratisierung, wie ich sie mir vorstelle. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht näher darauf ein, sondern möchte einfach schließen mit einem Zitat von Hartmut Rosa, der jüngst im Berliner Journal für Soziologie, wie ich fand, die Krise, die aktuelle Situation sehr schön beschrieb. In bestimmten Konstellationen, aber zu bestimmten Zeitpunkten im historischen Verlauf, die als geschichtliche Bifurkationspunkte, also Gabelungen, begriffen werden können, eröffnen sich plötzlich Chancen auf einen Pfadwechsel, weil aufgetretene Anomalien nicht mehr ignoriert werden können. Dies sind die seltenen historischen Momente, in denen soziale Akteure Geschichte wirklich machen können, in denen es stärker als zu anderen Zeiten auf ihr Handeln ankommt, weil sie Momente geschichtlicher Unentschiedenheit und Offenheit sind. Ich glaube, wir befinden uns derzeit in einem solchen Moment und diese Chance müssen wir ergreifen.